Willkommen zurück zur zweiten Forge-Folge hier auf dem Halo-Cluster. Heute ist die Map Curiosity von dem WND Quartec zu sehen und wie es seinem Name schon ein wenig verrät, ist es eine Art Blockmap. Oder meine erste Assoziation war klassischerweise, dass es aussieht wie Minecraft. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wagt er sich das, aber ich schreibe es einfach gerne auf, was ich so als erstes denke über die Map und lasse es einfach so stehen. Das Kennenlernen der Map ist anfangs noch sehr schwierig, da das Geforschte sehr unübersichtlich wirkt, besonders weil sie vertikal gebaut wurde und das sieht man ja auch direkt, wenn man diese Map sieht. Doch aus meiner Sicht ist dies nach dem zweiten bis dritten Spielen kein Problem mehr. Wie ein paar andere Maps hat sie auch frontale Anfangspawns, welche die Gegner direkt in Blickrichtung spawnen lässt. Als Powerwaffe gibt es die Sniper in der gelben Ecke. Yellow Corner könnte man jetzt zu dieser Ecke sagen, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber diese Waffe, also die Sniper, ist jetzt auf dieser Map nicht so effizient, wenn die Gegner unten rumtummeln in den Gängen, hat man nichts davon. Oder man muss einfach runtergehen, was aber einen Nachteil verschafft. Kommen wir aber gleich noch zu. Außerdem gibt es noch Power-Ups wie das Overshield auf der obersten Ebene, Speed-Boost bei Button mit und aktive Tarnung in einem der unteren Gänge. Jetzt kommen wir zum größten Vorteil, den man sich auf dieser Map verschaffen kann, ist, wie ihr es bestimmt schon gesehen habt, direkt die Höhe. Ist man auf der obersten Ebene, kann man sehr gut die Bewegung des Gegners nachvollziehen und diese schnell ausschalten. Was mir an dieser Map nicht so gefällt, sind die Respawn-Punkte. Spawnt man unten, was oft passiert, muss man halt den Weg nach oben finden, um den gerade beschriebenen Nachteil nicht erleiden zu müssen. Wenn man den Bewegungsmelder ausschaltet, ist jedoch dieser Nachteil ein wenig minimiert, wie ich meine. Am liebsten spiele ich 2 gegen 2 auf dieser Map, jedoch ist 1 gegen 1 oder 3 gegen 3 auf dieser Map auch sehr gut geeignet. Auf Curiosity ist es möglich, Slayer, CTF, Oddball und King of the Hill zu spielen. Insgesamt wurde diese Map unterschiedlich von den Spielern aufgenommen. Die einen spielen sie ab und zu ganz gerne, die anderen eher nicht. Wie jede Map, Meinungssache. Trotzdem kann ich diese Map wirklich nur empfehlen, da sie eine sehr große Abwechslung im Gegensatz zu anderen Maps bietet. Informationen zum Download der Map ist wie immer in der Videobeschreibung zu finden. So, wir sind am Ende der Forge-Folge angekommen. Wenn ihr eure Map einreichen möchtet, einfach den Link zum Formular in der Beschreibung anklicken und ein paar Informationen zur Map abgeben. Wir melden uns dann bei euch und ich freue mich dann auf eure Maps und die zu spielen, anzutesten und hier vorzustellen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss!